Die Headlines des Tages. Zoll meldet 24% Zunahme bei Drogenschmuggel. Rapid stellt Maßnahmenkatalog gegen Homophobie vor. Und erster Raser gibt sein Auto ab. 8,1 Milliarden Euro hat der österreichische Zoll im Jahr 2023 eingehoben. Zudem habe man einen Anstieg bei Suchtgift von 24% festgestellt. So seien rund 217 Kilogramm Drogen aus dem Verkehr gezogen worden. Cannabis machte mit 112 Kilo den größten Anteil aus, gefolgt von rund 33 Kilo psychotropen Substanzen, etwa 26 Kilogramm neuen psychoaktiven Substanzen und Kat mit 28 Kilo. Opiate und Kokain wurden in Mengen von 10,6 bzw. 7,1 Kilo aufgegriffen. Wir sind gerade bei einer Sendung, hatten wir den Erfolg, dass wir 3,56 Kilo Ketamin versteckt in Spielzeugbällen, gut versteckt in Spielzeugbällen festgestellt haben. Dieses Suchtgift wird natürlich von uns sichergestellt und an die Sicherheitsbehörden weitergegeben, die dann auch die weiteren Ermittlungen durchführen. Neben Drogen wird auch vielerlei anderes geschmuggelt, Medikamente, Tabakprodukte oder auch Tiere. 227 illegal geschmuggelte Tiere sind im letzten Jahr aufgegriffen worden, von Geckos über Schlangen bis zu Skorpionen. Nach beleidigenden und homophoben Entgleisungen ist der SK Rapid vom Strafsenat der Fußball-Bundesliga mit harten Strafen belegt worden. Alle involvierten Funktionäre und Spieler fassten unbedingte Strafen aus. Der Club wurde mit dem bedingten Abzug von 3 Punkten bestraft. Das Urteil selbst betreffend die Spieler ist schon sehr hart, weil auch die Spieler gestern sehr deutlich gemacht haben, und das wurde auch nicht in Abrede gestellt, dass sie die Verantwortung übernehmen, dass sie sich entschuldigt haben, dass sie glaubhaft sich entschuldigt haben und dass sie auch an den Maßnahmen, die wir Ihnen gleich vorstellen werden, mitwirken werden. Über diesen Maßnahmenkatalog wurde auch mit Sponsoren gesprochen, nicht zuletzt, weil der Druck von großen Namen wie der Wien Energie zu groß wurde. Er setzt mit einem 10-Punkte-System auf mehreren Ebenen an. Auf der Organisationsebene her geht es darum, Diversitätskompetenz zu fördern und natürlich auch entsprechend zu stärken. Das heißt, es wird im SK Rapid die Position eines oder einer Diversitätsbeauftragten mit entsprechendem Aufgabenprofil geschaffen, die dafür sorgen wird, diese Person, dass hier eben entsprechend nach innen und nach außen die Maßnahmen umgesetzt werden, Vernetzungen passieren und hier auch Projekte aufgesetzt und umgesetzt werden. Auch im Fanbereich soll angesetzt werden, mit einem eigenen Preis für die besten Faninitiativen gegen Diskriminierung. Gegen die Strafen, die vom Strafsenat ausgesprochen wurden, legt Rapid Protest ein. Fix ist, Kapitän Burgstaller sowie Gül, Hoffmann, Schick und Hedel werden im Auswärtsspiel der letzten Runde in Klagenfurt dennoch fehlen, da der Protest keine aufschiebende Wirkung hat. Eklatante Geschwindigkeitsüberschreitungen können seit 1. März mit dem Einkassieren des Autos geahndet werden. Der erste Fall ließ nicht lange auf sich warten. In Wien wurde einem Verkehrsteilnehmer mit Bleifuß das Auto beschlagnahmt. Der Mann soll am vergangenen Wochenende am Hernalser Gürtel mit bis zu 114 km/h unterwegs gewesen sein. Aber auch in Tirol und Kärnten gab es schon vorläufige Beschlagnahmungen. Weitere News lesen Sie 24 Stunden online auf kurier.at.